Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen. Da holt mich doch neulich glatt mein Handy aus dem Schlaf und morgens will gleich ein Freund von mir wissen, was an dieser Rechnung hier eigentlich nicht stimmt. Ja, da hat sich so ein Video angeschaut, hat mir auch das Video geschickt und hat gesagt, hier, das kann doch nicht sein. Wo liegt denn hier der Fehler? Wir wollen uns das mal anschauen und mal gucken. Es ist eigentlich eine von links nach rechts jedes Mal nachvollziehbare Rechnung. Wir sehen hier minus 20 gleich minus 20. Ich denke, da wird niemand widersprechen. Wir könnten eine minus 20 auch schreiben, indem wir sagen 16 minus 36. Geht ohne Taschenrechner, kriegen wir auch raus, sind minus 20. Auf der rechten Seite könnten wir schreiben 25 minus 45. Auch das sind minus 20. Würde mir noch jeder recht geben. In der nächsten Zeile bereiten wir so langsam schon mal die quadratische Ergänzung vor. Wir sagen jetzt einfach, naja, die 16 kann ich auch schreiben als 4 Quadrat. Ist richtig, ne? 4 Quadrat sind ja 16. Minus, naja, und die 36 besteht aus 4 mal 9. Auch das sieht jeder ein. 25 sind nichts anderes als 5 Quadrat. Die 45 besteht aus den Faktoren 5 und 9. Also 5 mal 9 sind 45. Auch das alles nachvollziehbar. Definitiv kein Fehler bisher. Dann sehen wir, die 4 zum Quadrat minus 4 mal 9 plus, wenn ich das auf beiden Seiten mache, darf ich das. Ich addiere links eine 81 Viertel und ich addiere rechts eine 81 Viertel. Im Hinterkopf behalten wir, ich möchte die quadratische Ergänzung vorbereiten. Dann haben wir 4 Quadrat minus, und jetzt haben wir es, 2 mal 4 mal 9. Diese 4 mal 9 habe ich einfach verdoppelt und deswegen teile ich auch wieder durch die 2. Ist unterm Strich das Gleiche. Die 2 und die 2 kürzen sich raus. Wir haben nach wie vor ganz normal die 4 mal 9 stehen. Das machen wir, jetzt sehen wir hier noch, diese 81 Viertel haben wir addiert, um jetzt sagen zu können, 9 halbe zum Quadrat, das sind ja 81 Viertel. Auf der rechten Seite 5 Quadrat minus 5 mal 9, auch hier wieder 5 mal 9 mal 2 durch 2 ergibt das Gleiche. 5 mal 9, 45, kommt auch hier raus. Plus, naja, und 9 zum Quadrat sind 81, 2 zum Quadrat sind 4, also auch hier steht wiederum absolut das Gleiche. Und jetzt wenden wir sie an, die quadratische Ergänzung. Wir haben nämlich die zweite binomische Formel stehen. A Quadrat minus 2 mal A mal B plus B Quadrat. Und das können wir auch so reinschreiben, A minus B zum Quadrat. Auf der rechten Seite das Gleiche. A Quadrat minus 2 mal A mal B plus B Quadrat. Auch das mit Hilfe der zweiten binomischen Formel. A minus B und das zum Quadrat. Absolut nachvollziehbar. Ne? Also wer sich mit der quadratischen Ergänzung auskennt, kein Problem. Jetzt ziehen wir die Wurzel. Naja, und die Sache ist ja immer, wenn wir auf der, also wir können mit einer Gleichung alles Mögliche machen, solange wir auf beiden Seiten der Gleichung das Gleiche machen. Wir ziehen links die Wurzel, wir ziehen rechts die Wurzel. Links steht dann also 4 minus 9 halbe und rechts steht 5 minus 9 halbe. Ja, wir haben das Quadrat aufgehoben dadurch, dass wir die Wurzel ziehen. Auch soweit nachvollziehbar. Naja, und wenn wir jetzt auf beiden Seiten plus 9 halbe rechnen, ja, mit einer Gleichung, solange wir auf beiden Seiten das Gleiche machen, wie gesagt, steht dann hier 4 gleich 5. Ist aber seltsam, ne? Jetzt können wir noch eine 4 abziehen und dann steht hier 0 ist gleich 1. Allein hier stellen wir schon fest, ja, da kann doch was nicht passen, 4 gleich 5. Wenn wir 4 abziehen, 0 gleich 1. Ja, seit wann, bitteschön, ist 0 gleich 1? Und wo liegt hier eigentlich der Fehler? Was genau haben wir hier falsch gemacht? Haben wir überhaupt was falsch gemacht? Wir haben doch jede Zeile soweit nachvollziehen können. Wo genau liegt der Fehler? Kommentiert es ruhig unten unterhalb des Videos. Ich bin gespannt, was ihr da so für Ideen und Vorschläge habt. Und die Auflösung gibt es natürlich auf unserer Homepage. Mathehilfe 24. Mit uns kannst du rechnen.